Hallo und grüß euch zurück zu Sid Meier's Railroads, das Weihnachtsspecial im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion. Und ich denke, ihr wisst, wie das geht. Teilnehmen auf zweierlei Art. Videos schauen, weil ich meine Werbeeinnahmen spende. Oder alternativ, wer kann und möchte. Man kann auch direkt was beitragen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. So, es läuft. Wir haben auch unsere erste Aufgabe erledigt. Zucker jetzt noch. Post haben wir auch gleich, Passagiere sind wir gut unterwegs, Holz auch. Das heißt, wir könnten langsam schauen, was wir als nächstes machen. Gold würde mich interessieren, weil bringt sicher viel Geld. Rawlins und Gunnison müssen wir mal schauen gehen, ob wir die vielleicht wachsen lassen müssen. Genau, und die Aktien sollten wir auch bald anfangen kaufen, bevor unser Wert zu sehr steigt. So, Rawlins ist da drüben. Können wir aber was bauen. Das heißt, da haben wir keinen Stress. Holz haben wir auch geschafft. Schalte ich mal auf Pause, weil jetzt haben wir gerade Geld. Wobei ich kaufe einmal Aktien. Rawlins und was war's? Gunnison. Das ist. Ah, das ist ein Stückchen weiter weg. Das war das mit dem Viehhof, genau. Aber ich nehme mal an. Genau, hier haben wir auch eine Leerfläche. Und. Vermutlich gibt es in der Nähe Vieh. Gehe ich mal davon aus. Wo haben wir es? Ich sehe es nicht. Ah, weil ich nach Kettle suchen sollte. Ah ja, direkt nebenan. Sozusagen. Okay. Das war ein Stückchen weiter. Dann schauen wir doch Gold. Gold muss mal hier hin. In die Nationalbank, die wir auch kaufen könnten, wohl offensichtlich. Ah, apropos kaufen. Ich glaube, wir kaufen noch die Zuckerfabrik. Genau, Gold. Und das wird aktuell wo produziert? Steamboat Springs. Gibt es eine Goldschmelze? Und wo kommt das her? Das braucht, wo sehe ich das? Ah, Golderz, sehr wahrscheinlich. Ah, das gäbe es hier zum Beispiel auf halber Strecke zur Nationalbank. Okay, das wäre natürlich auch ideal. Und, na, wo war es jetzt hier, oder? Ah, und da ist auch Walden, wir müssen ja auch nach Walden. Dann wird man hier von Fort Collins nach Walden und nach Steamboat Springs fahren und da das Gold holen. Weil eben, ihr seht, Gold und Golderz bringt super viel Geld. Beziehungsweise nach Denver durchverbinden. Dann machen wir das vielleicht als erstes. Dass wir dann nach Denver gehen. Sehr wahrscheinlich hier mit einer relativ scharfen Kurve. Das ist insgesamt leicht bergauf. Das heißt, solange wir da leicht bergauf fahren, oder hat man sogar irgendwo keine Steigung gehabt gerade und ich glaube auch relativ günstig. Und hier geht es dann leicht bergauf. Okay, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und eben das bringt uns alleine jetzt noch nichts, aber eben nach Denver könnte man auf jeden Fall schon rüber und Postpassagiere transportieren. Und den neuen Geschwindigkeitsrekord haben wir auch aufgestellt. Auch zu überlegen, ob wir diesen Zug noch upgraden. Der muss ja auch schwer schuften. So, Passagieraufgabe geschafft. Was wird uns das kosten? Ich glaube, der wird sich noch lohnen. Wir kriegen ja vom alten Geld zurück. Genau, aber jetzt eben den Abschnitt darunter. Hier sollte mittlerweile dann auch bald mal mehr Zucker sein, den wir eigentlich mitnehmen können, aber es könnte noch einen Moment dauern. Jetzt ist es genau noch ausgegangen. Und ja, alles bringt mehr wie Postpassagiere. Also wenn wir nicht
gerade Aufgaben erledigen müssen, dann ist es auf jeden Fall zu bevorzugen, Postpassagiere zurückzulassen und lieber andere Sachen mitzunehmen. So leicht bergauf. Das müssen wir sowieso machen. Und wie schaut es darüber aus? Leicht bergauf. Und die Frage ist, wohin wollen wir dann weiter? Was gibt es denn hier noch? Eine Ölraffinerie. Und ich sehe auch da Öl. Da brauchen wir natürlich einen Tunnel dadurch. Aber ja, nicht unwahrscheinlich, dass wir irgendwann mal so weiterfahren. Dann. Ich glaube. Ah, es war eh eine Aufgabe. Sehr gut. Werden wir hier auch gleich upgraden noch auf einen Bahnhof. Also noch weiter upgraden wird auch bald mal lohnen, aber wenigstens mal das. Und dann starten wir hier schon mal Passagierservice. Auch wenn ich gerade gesagt habe, das bringt nicht viel, aber ja, nutzen müssen wir es oder wollen wir es. Und den tauschen wir dann ja bald mal gegen den Goldzug. Vielleicht bauen wir dann noch eine Parallelstrecke für Postpassagiere, aber sobald es eben geht, möchte ich da Gold transportieren. Können wir hier noch irgendwas optimieren? Ja, wir könnten auch nach Julesburg rauffahren von Fort Morgan, aber müssen wir nicht. Da hätten wir noch einen Viehhof und auch Vieh da drüben. Was haben wir da noch? Getreide. Was passiert mit Getreide? Bier. Wobei, das könnte man auch nach Fort Collins bringen. Das ist aber schon recht voll. Wir können in Fort Morgan eine Brauerei bauen. Das ging auch. Weil Bier ist ja auch eine Aufgabe. Und dann quasi hier Getreide holen, Vieh holen, hier hinbringen und dann das, die Lebensmittel und das Bier zum Beispiel nach Fort Collins bringen. Mit dem Zug, der hier den Zucker holt. Dem jetzt sowieso, weil jetzt warten hier mehr Zucker, wie er holen kann, nehme ich an. Na, immer noch nicht, okay. Immer noch nicht, aber trotzdem. Mit dem können wir das zurücktransportieren. Okay. Gold. Zuerst mal Gold. Da müssen wir auf jeden Fall zuerst nach Walden. Ja, machen wir mit. Oder sollen wir gleich noch ein Gleis? Brauchen wir das Gleis für was anderes? Was haben wir dann noch da oben? Rawlins. Da wollten wir einen Stahl bauen. War nicht unbedingt. Sonst können wir es immer noch umbauen. Aber dann fahren wir mal darüber. Oder natürlich hier Steamboat Springs, Postpassagiere. In Walden kann man Touristen abliefern. Gut, dann wollen wir eh zwei Gleise parallel. Ist egal, bauen wir mal rüber. Wie schaut es denn da aus? Das ist in Summe keine Steigung. Dann probieren wir das auch hier halbwegs hinzubekommen. Da sind wir ein bisschen zu tief geraten, glaube ich, gerade. Befürchte, ich muss das nochmal wegmachen, auch wenn es bitter ist von den Kosten her. Sachte Berg. Aber es kann natürlich sein, dass irgendein Hügel dazwischen ist, der das auch verhindert. Aber so könnte es vielleicht gehen. Gemäßigt bergauf. So hat man jetzt keine Steigung, aber das kostet ein bisschen was. Da warten wir noch kurz.
Und direkt hat man schon das Geld. Genau, und Rawlins, wir wollen... Ah, jetzt bin ich schon wieder nach Rawlins unterwegs. Die Nahrungsmittelpreise steigen. Eigentlich wollten wir ja nach Walden. Ja, ich reiße das jetzt mal nicht ab, weil vielleicht brauchen wir es dann später, aber in dem Fall leicht bergauf. 300.000, ja. Ich glaube nicht, dass wir es viel billiger hinbekommen. Also so oder so müssen wir irgendwann rauf, weil wir es ja anschließen müssen. Also egal, ob wir das Gleis dann nutzen oder nicht. So, Zucker haben wir auch geschafft. Super. Und sollen wir gleich starten? Ja, legen wir einfach schon mal los mit... Achso, Gold wollten wir ja transportieren zuerst, weil es mehr bringt. Es wird halt noch einen Moment dauern. Ah, und eine Diesellokomotive für Passagiere. Schauen wir uns dann auch an. Na, dann starten wir lieber mit Gold, wie der Plan eigentlich ursprünglich war. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Weil eben das bringt viel und ist ja auch noch, ist ja auch Teil der Aufgabe, Gold zu transportieren. So, dann sollen wir den Zug gleich anpassen. Ich hätte hier schon gern auch eigentlich Passagierservice, aber eben das Gold bringt einfach mehr. Dann lösche ich den, glaube ich, komplett und stelle das von neu ein. Weil wir können theoretisch hier halten, Passagiere etc. mitnehmen, aber ich glaube, wir machen wirklich so einen Gold-Express sozusagen. Und ich stelle jetzt auch gleich ein, dass er Goldbarren mitnimmt, auch wenn er jetzt noch keine haben wird. Dann vergesse ich es nicht. Und hier dann einfach nichts. Dann ist das einfach unser Gold-Express. Der jetzt vermutlich noch bis hier hinfährt, oder? Und dann das den angepassten Fahrplan macht, hoffen wir mal. Und eben, wenn wir jetzt ein Parallelgleis noch wollten für Postpassagiere, beziehungsweise eben Touristen nach Walden. Was wird uns das kosten? 600.000. Okay. Würde ich aber tatsächlich noch machen. Aber unsere Aktien dürfen wir nicht vergessen. Wie schaut es denn mittlerweile aus in Schulzburg ist weitergewachsen, nimmt immer noch Touristen. Okay, dann bin ich nicht sicher, ob das ein Fehler ist oder ob wir gerade versehentlich cheaten. Also ich meine, cheaten, vielleicht ist ein bisschen ein hartes Wort, aber so wie ich das sehe, ja, wie viele Touristen waren es hier? 40. Also es klingt jetzt nicht nach der schwierigsten Aufgabe. Von dem her, glaube ich, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, wenn wir das jetzt sozusagen etwas einfacher lösen. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass der am richtigen Gleis landet. Wie können wir das sicherstellen? Vermutlich gar nicht. Gegebenenfalls müssen wir einfach den Goldzug anpassen. Sehen vor allem die... Habe ich den richtigen Bahnhof? Ja. Man vor allem die Touristen eben, so gesehen, wären ja für die Aufgabe da relevant. Da können wir vielleicht ein bisschen großzügiger sein. Und das ist ja Passagierservice, das heißt, da bietet es sich auch an, die mal zu verwenden. Hat auch geringere Betriebskosten, sogar wie die Dampflokomotive. Finde ich das gut. Und wo setzt er ihn hin?
Ah, super, das passt. Weil dann ist das innere Gleis oder das ist im Fall obere Gleis für unseren Goldzug reserviert sozusagen. Und wir könnten das immer noch verlängern, wenn wir denn wollen, nach Denver. Wunderbar. Was machen wir als nächstes? Das haben wir alles geschafft. Da sind wir gut unterwegs. Da auch. Gold haben wir gerade gestartet. Bier. Genau. Und hier müssen wir das ja nur bauen. So gesehen, da haben wir jetzt nicht den Ultrastress. Bier war ja im Gespräch, ob wir hier in Fort Morgan eine Brauerei bauen. Ah, Kleinigkeit noch, bevor wir hier Gold anliefern. Ah, plus. Ah, jetzt ist er schon angekommen. Jetzt wollte ich gerade noch schnell den Bahnhof upgraden. Ja, aber dann fürs nächste Mal. Plus hier. Ah, nicht in Walden eigentlich. Eigentlich wollte ich es ja hier machen. Aber dann geht das noch. Die Goldschmelze kaufen. So, zweite Touristenaufgabe geschafft. Die Goldschmelze kaufen ist auch nicht extrem teuer. Dann schlagen wir dazu. Post haben wir auch geschafft. Jetzt purzeln die Aufgaben gerade. Und der Goldzug sollte auch schon unterwegs sein, genau. Sehr gut. Genau, Bier jetzt aber. Was würde denn eine Brauerei kosten? Wo haben wir die Brauerei? Hier, 200.000, das können wir uns direkt schon leisten. Ich denke, das machen wir. Weil wenn, würde ich den Betrieb ja dann sowieso ersteigern. Man, das ist jetzt auch ein bisschen eng mit der Rausfahren, aber es sollte noch gehen. Wie viel wäre es insgesamt? Leicht bergauf. Dann wollen wir natürlich nicht bergab fahren, wenn es geht, sondern eher, weil wenigstens keine Steigung. Da geht es auch wieder bergab. Ich möchte eigentlich lieber. Ah, da keine Steigung. Wenn wir es so machen. Und dann möchte man eh so einen Knick da machen, um dann da runter zu kommen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Vor allem, wenn man eben, wie gesagt, Lebensmittel und Bier dann auch direkt damit rübernehmen können nach Fort Collins. So, gemäßigt bergauf. Ja, haben wir eh keine Wahl. Und hier gemäßigt bergab. Okay. Zwei Anbauten und das erledigen wir auf jeden Fall mit einem Zug. Da werden wir aber, denke ich, wieder den hier nehmen. Ja, weil Passagier braucht man auf keinen Fall. Würde ich auch nicht auf volle Ladung warten, damit sich die quasi gegenseitig nicht bedingen. Und dann einfach hier abliefern und fertig, oder? Ja, beziehungsweise auch die Viehfarm, den Viehhof, ersteigern wir noch. So, nachdem wir jetzt wirklich alles eingeleitet haben, außer die Bauten und die Anschlüsse, wäre ich fast dafür, dass wir mal Aktien kaufen. Weil eben die werden nur teurer, wenn wir warten. So, der sollte jetzt ja leer kommen noch. Ah, na, ein Gold hat er schon geschafft, immerhin. Nicht schlecht. Aktien plus auf jeden Fall ein paar Upgrades von den Bahnhöfen, aber primär mal Aktien.
Na, ah, das ist eine super scharfe Kurve da. Der Gold Express. Oh, jetzt ist Fort Collins gerade gewachsen. Könnte natürlich Fort Collins auslassen. Der müsste da gar nicht durchfahren. Und die Passagieraufgabe, der könnte auch so einfach entlang fahren. Aber jetzt haben wir es schon so, wie es ist. Lassen wir es mal. Was war das Ziel? 60%. Genau. Ja, dann sparen wir einfach mal auf das und schauen uns vielleicht ein bisschen weiter um, was wir denn als nächstes erledigen wollen. Denver wäre ja noch die Zentralbank, ein Kaufkandidat. Ah, Öl, haben wir ja gesagt, könnten wir hier nach Denver bringen. Was waren da noch Aufgaben? Kleidung, Zäune, Steine, Asphalt. Gehen wir mal ein bisschen schauen. Kleidung. Das bekommen wir hier, beziehungsweise hier, da sind wir näher dran. Das ist so ein Distributionscenter und da müssen wir was hinbringen. Skifahrer oder wie? Skifahrer. Ah, das wollen wir gern. Ah, und wir können wieder Aktien kaufen. Okay, ich stelle es mal nicht in Frage, warum man Skifahrer irgendwo hinbringt und dann Kleidung rausbekommt, aber gut. Und was haben wir hier noch? Was ist das? Ah, die Industriegüter und die wollen Früchte, die sind auch da direkt ums Eck. Okay, und die Skifahrer bekommen wir zum Beispiel von hier. Was wäre direkt ums Eck von Denver? Wo wir eh wollten, dann Tunnel durchbauen in die Richtung wegen Öl. Ja, das ist ja ideal. Das ist ideal. Und dann noch Stein. Ist nur hier. Und muss zum Beispiel nach Fort Collins. Boah, wäre auch machbar. Einfach in eine Großstadt oder nach Denver. Und was hat man noch? Asphalt. Asphalt, Asphalt, Asphalt. Das. Ah, das stellen wir aus dem Öl her, oder? Ah, dann auch Denver. Okay. Und war noch was mit Zäunen? Zäune, Zäune, Zäune. Fencing, genau. Fencing ist offensichtlich überall gefragt und wird hergestellt aus, was ist das, aus Stahl vermutlich. Ah, wir wollten ja ein Stahlwerk bauen in Rawlins. Aus was wird Stahl gemacht? Aus... Das ist falsch, hoffe ich, glaube ich. So, dann haben wir unsere Aktien. Super. Kurz Pause. Stahl, 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 Stahl. So, was wird denn Stahl gemacht? Ah, aus Erz, Kohle. Ah, ist A ums Eck da. Okay, das heißt hier Stahl machen. Das für Zäune. Und muss man nicht sowieso eine Zaunfabrik irgendwo bauen. Fencing in Walden. Und Walden ist... Ah, hier. Okay, also ja, perfekt. Dann machen wir hier Stahl, machen in Walden dann Zäune draus und die kommen dann wo auch immer hin. Okay, super. Gut, denk, das machen wir nächstes Mal. Sprich, morgen geht's da weiter und ja, mache ich's kurz. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schöne Festtage, falls es eben noch unter den Festtagen ist und ihr das nicht später schaut. Und wünsche
Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.